Ja, das sind vermutlich Luxusprobleme, aber manchmal kommt es auch vor, dass man als Typ einem Mädel einen Korb geben muss. Wie das funktioniert, das erfährst du in diesem Video. Hey ihr Fresh Boys und Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Chris war beim Friseur, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe euch vor kurzem bei YouTube gefragt, wo sollen wir denn in Zukunft die Chat-Analyse machen? Weil der Chris hat ja jetzt ein neues Studio. Und wir werfen mal einen Blick auf die Umfrage. 35% haben gesagt, mach es doch wie bisher am Schreibtisch. Das würde ich auch gerne. Das Problem ist, meine komplette Technik steht im Moment hier. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall auch wieder Chat-Analysen am Schreibtisch machen, aber im Moment muss das hier funktionieren. Und es haben ja auch 22% gesagt, mach es doch im neuen Studio. Und genau das machen wir jetzt. Eine Chat-Analyse, das weißt du, die kannst du einreichen, indem du mir bei Instagram folgst und mir dort eine Nachricht mit maximal 3 Screenshots schickst. Ich erwähne das nochmal so deutlich, weil ich im Moment merke, dass funktioniert nicht. Leute, ich weiß das sehr zu schätzen, aber mein Instagram-Postfach ist im Moment ein einziges Chaos. Ich brauche mittlerweile mindestens eine Stunde, bis ich einen brauchbaren Chat auch finde. Weil der Chris sich ja da hinsetzen muss und sich jede fucking Nachricht anschauen muss und jeden Screenshot durchlesen muss. Weil da natürlich auch ganz viel bei ist, wo zum Beispiel kein Problem erkennbar ist, weil das Ganze in einer komischen Sprache ist, in einem komischen Dialekt. Ich Hashtag hilf mir Fragen über Instagram bekomme, obwohl ihr die nur über YouTube einreichen könnt oder der Klassiker, mir 180 Millionen Screenshots geschickt werden. Denn die Regeln sind klar und ich meine das auch gar nicht böse, aber wir müssen da ein bisschen Struktur reinbringen. Und ich habe gerade keine Idee, wie man das irgendwie lösen kann. Aber so wie das jetzt im Moment ist, funktioniert das einfach nicht. Wie kann man das am besten machen, dass ihr eure Chats einreichen könnt und der Chris da nicht mindestens eine Stunde sitzt und sich da irgendwie durchquälen muss, bis er was Brauchbares gefunden hat. Denn mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und das ist mir aktuell einfach zu zeitaufwendig. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Jetzt kommen wir aber zur heutigen Chat-Analyse. Mir hat nämlich ein Zuschauer geschrieben, ich habe einen Chat für dich. Dieses Mädchen schreibt mir mittlerweile so oft und das nervt halt. Und ja, das kommt auch mal vor, dass ein Mädel an dir interessiert ist, aber du kein Interesse an ihr, an ihr? An sie hast. Aber du kein Interesse an ihr. Und dann, ja, ist man auch als Typ in der blöden Situation, dass man dem Mädel ja irgendwie einen Korb geben muss. Ist natürlich für das Mädel blöd, aber ihr wisst das, Interesse kann man nicht erzwingen. Und dann muss man natürlich schauen, ja, wie macht man das denn mit dem Korb so, dass man, ja, jetzt auch nicht zu arschig zu dem Mädel ist, das will man ja auch nicht sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, welche das sind, das verrate ich dir am Ende des Videos. Denn jetzt wollen wir erstmal zum Chatverlauf kommen und schauen, ja, warum nervt die denn überhaupt? Das muss man ja auch erstmal schaffen. Sie schreibt ihn an mit Hi Smiley. Er darauf Hey. Und falls jetzt direkt die Kommentare kommen, oh ja, das ist ja 2017. Ja, Leute, kommt vor. Zum Beispiel, wenn der Typ mir seine Screenshots erst ein Jahr später schickt. Weil bei diesen Kommentaren denke ich mir mal, warum? Ich meine, ich mache hier keine Videos für Leute, die am lautesten schreien und sagen, oh ja, aber ich brauche ganz, ganz dringend Hilfe. Sondern ich gehe das der Fairness halber chronologisch durch. Das aber nur mal als Randinfo. Okay, sie schreibt noch ein Herzchen hinterher. Er darauf NV du. Ich hab keine Ahnung, was NV heißt. Nitroglycerin-Vermischung oder so? Leute, ihr müsst aufhören, in Rätseln zu sprechen. Ihr brecht euch keine Zacke aus der Krone, wenn ihr ganze Sätze formuliert. Ich lese das so häufig in euren Chats. Auch dieses WMD. Wenn du dir schon zu schade dafür bist, ein Was machst du in dein Handy zu tippen, dann hast du das Mädel auch nicht verdient. Und kleine Info, auf dem Handy kostet nicht jedes Zeichen extra. Das ist tatsächlich schon in der Flatrate mit drin. Verrückt. Sieh darauf, nix, wie geht es dir? Er, einen Tag später, GD, keine Ahnung, wofür GD steht. Gut, und dir oder so? Leute, durch diese Abkürzungen werden Chats einfach noch langweiliger, als sie durch Frage-Antwort-Spielchen ohnehin schon sind. Auch wenn der Typ natürlich kein Interesse hat, das geht einfach mal so allgemein in die Runde. Sieh darauf, Herzchen und einen Tag später fällt dir ein, mir geht es gut. Und das ist auch von dem Mädel ein sehr bedürftiges Verhalten. Weil du schiebst eine Nachricht einen Tag später einfach nur hinterher, weil du Aufmerksamkeit willst. Weil du gemerkt hast, oh, da kommt nichts zurück. Und dann einen Tag später, ach ja, komm, führe ich das einfach mal weiter. Das wirft einfach kein gutes Licht auf dich. Übrigens auch nicht, wenn man dann 2 Tage später nochmal schreibt mit Hi, du kannst Klavier spielen. Das ist eine Aussage, ne? Es gibt also Leute, die gehen auf andere zu und sagen, Hi, du kannst Klavier spielen. Und ich würde mir so denken,
Okay, okay, aber bitte beruhig dich. Oder wie er es macht, ja. Sieh, schön, Herzchen. Und du musst dich auch als Mädel nicht wundern, dass der Typ kein Interesse hat, wenn das auch von deiner Seite aus ein total langweiliger Chat ist. Du lieferst überhaupt keinen Mehrwert. Dieser Chat macht keinen Spaß. Denn das ist einfach nur ein Frage-Antwort-Spielchen. Und da haben wir schon mal ein Video drüber gesprochen. Gerne auschecken, ist hier oben verlinkt. Denn das ist ein Problem, was nicht nur die Jungs betrifft, sondern... Oh, da ist mein Essen gerade fertig. Leute, ich muss mal... Oh, ja, was ich noch sagen wollte, das ist kein Problem, was nur die Jungs betrifft, sondern natürlich auch die Mädels. Und wir machen eine kleine Zeitreise. Einen Monat später denkt sie sich, ach komm, ich schreibe ihm nochmal, weil der ja auch so viel Interesse hatte. Hi, Herzchen. Das ist halt auch etwas, was willst du darauf antworten? Dieses Herzchen verstärkt einfach noch das Desinteresse, wenn du schon generell dir denkst, ja, so toll finde ich die jetzt auch nicht. Aber wenn du da noch jemanden unter Druck setzt, dann erreichst du das genaue Gegenteil. Und manchmal sollte man dann auch einfach wissen, wann es mal genug ist. Ja, anscheinend noch nicht, denn ein paar Tage später schreibt sie nochmal Hi und wow, er erbarmt sich. Ich meine, ist ja auch Weihnachten, ist ja das Fest der Liebe. Er schreibt Hey und ja, so leid mir das Mädel tut, aber... Das Hey, das ist kein Interesse. Das ist einfach nur Höflichkeit. Und sie darauf lange nicht mehr geschrieben. Das ist ja schön, dass du das jetzt auch mal erkannt hast. Ja, weil genau das einfach das deutlichste Zeichen dafür ist, dass jemand kein Interesse an dir hat. Ihr wisst das, Leute, es gibt kein Ich habe keine Zeit, es gibt nur ein Du bist mir nicht wichtig genug. Und du bist dem Typen gar nicht wichtig. Und wenn das der Fall ist, dann darfst du auch als Mädel einfach mal sagen, okay, ich mache hier einen Schlussstrich. Ja, ich belasse es dabei und konzentriere mich auf einen anderen Jungen. Aber gut, das einfach mal als kleine Info, wie man als Mädel mit einer solchen Situation umgehen soll. Wir wollen jetzt schauen, ja, wie gebe ich denn jetzt einen Korb? Wie mache ich ihr denn jetzt klar, dass ich keinen Bock auf sie habe? Wie gesagt, das ist vollkommen in Ordnung und deswegen bist du kein schlechter Mensch. Es gibt dafür eigentlich zwei Wege. Einmal die indirekte Möglichkeit und das bedeutet... Du antwortest ihr einfach nicht mehr. Ich meine, dein Fehler war, dass du auch immer wieder noch eine Nachricht hinterhergeschoben hast. Und damit macht sie sich natürlich immer wieder aufs Neue Hoffnung. Du musst einfach deine Höflichkeit über Bord werfen und sagen, okay, ich hake das jetzt auch ab. Weil du tust dem Mädel damit keinen Gefallen, wenn du ihr schreibst, obwohl du kein Interesse hast. Und klar ist das natürlich nicht die schönste Variante. Aber so schaffst du es, die Sache zu beenden. Sehr viele Mädels machen das übrigens nicht anders. Und deswegen sind auch die keine schlechten Menschen. Weil du bist im Leben nicht dazu verpflichtet, jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, auf den du keinen Bock hast. Denn dafür ist deine Zeit auch einfach zu kostbar. Die andere Möglichkeit wäre der direkte Weg. Und das ist natürlich ganz klar der, ja, respektvollere Weg. Auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, ich finde auch die indirekte Weise jetzt nicht respektlos. Respektlos wäre es, wenn du das Mädel beleidigen würdest. Und wenn du sagen würdest, hey, boah, ich habe keinen Bock auf dich, du hässliche Kackbratze oder irgendwie sowas. Das wäre scheiße. Und das würde nur zeigen, was du für ein erbärmlicher Typ bist. Bei dem direkten Weg gibst du dem Mädel genau den Korb, den du auch gerne hättest. Und jeder von uns Typen, der in einer solchen Situation schon mal war, der wünscht sich natürlich auch von dem Mädel einen ehrlichen und respektvollen Korb. Klar, wir wünschen uns natürlich niemals einen Korb, aber wenn sie dir schon einen Korb gibt, dann natürlich auf ehrliche Art und Weise. Das ist etwas, was man wirklich zu schätzen wissen sollte. Und genau so machst du es als Typ auch, wenn du merkst, hey, das Mädel ist in mich verknallt, die hat Gefühle, aber ich habe keine Gefühle für sie, dann sagst du ihr das einfach auf eine ehrliche und respektvolle Art und Weise. Du schreibst ihr einfach, hey, pass mal auf, ich weiß das sehr zu schätzen, dass du mir schreibst und dass du an mir interessiert bist, aber ich habe kein Interesse. Punkt. Mehr musst du auch nicht schreiben. Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Du musst ihr auch nicht eine elendlange Liste an Begründungen geben, warum sie nicht dein Typ ist. Einfach kurz und knapp. Und danach machst du genau das gleiche wie bei dem indirekten Weg. Du beendest den Kontakt. Du schreibst ihr nicht mehr. Nein, auch wenn sie nach 2 Wochen wieder ankommt oder nach 1 Monat. Nein, du hast alles gesagt. Du kannst auch noch selber in den Spiegel schauen.
Und damit muss die Sache durch sein. Du bist nicht für andere Menschen verantwortlich. Von diesem Samariter-Modus sollte man wirklich Abstand nehmen. Du musst nicht dich um jeden Menschen kümmern und jeden bemuttern und ihr noch beistehen in ihrer Trauer und in ihrem Herzschmerz und was weiß ich. Wie gesagt, mit jeder Aufmerksamkeit, die du ihr schenkst, machst du dem Mädel einfach unnötig Hoffnung. Und das ist uncool. Freunde, wir machen eine Sache nicht und das ist mit den Gefühlen von irgendwelchen Mädels spielen. Auch nicht, um die Mädels in die Kiste zu bekommen. Wenn du merkst, da sind plötzlich Gefühle von deinem Gegenüber im Spiel, bei dir sind aber keine Gefühle da, dann kommunizier das auch ehrlich und offen. Dann sag, hey, ich merke gerade, dass du das etwas ernster nimmst und dass du dir Hoffnungen machst. Ich habe kein Interesse, wir können uns trotzdem gerne noch freundschaftlich weitertreffen, wenn du da Bock drauf hast. Es gibt ja genauso wie Typen auch Mädels, die damit einfach total cool umgehen können. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann tu dir einfach selber den Gefallen und nimm von diesem negativen Scheiß einfach Abstand. Denn sonst machst du das Mädel kaputt. Und dich selbst auch. Okay, Leute, das war die erste Chat-Analyse aus dem neuen Studio. Ich bin sehr gespannt, wie euch das gefallen hat. Stimmt gerne mal ab, hier oben findet ihr die Umfrage. Wie gesagt, der Chris kümmert sich um die Technik und dann machen wir das in Zukunft auch mal wieder am Schreibtisch. Und ich habe es am Anfang gesagt, lasst mir gerne Feedback da, wie wir das mit den Chat-Analysen in Zukunft regeln können. Weil, Leute, ihr seid eine so tolle Community und ich weiß das sehr zu schätzen. Aber es funktioniert einfach nicht. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann muss man es ändern. Ja, es ist tatsächlich immer das Gleiche im Leben. Das Gleiche ist übrigens auch immer, dass es auf der Seite hier weitergeht. Da klick dich einfach mal durch, da gibt es weitere Videos. Und hier unten kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren und du erfährst, wie du private Hilfe bekommst. Denn nur dort bekommst du private Hilfe, auch nicht bei Instagram. So leid es mir tut. Leute, macht es gut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.